Jetzt haben wir gleich noch einen heißen Tipp hinterher. Es geht um den, sagen wir, geistigen Ururenkel von Heinrich Zille. Es ist der Berliner Comiczeichner Michael Schröter. Er hat ein Herz fürs Milieu, liebt Krimis und die wilden 20er. Und weil er dazu auch noch eine wirklich flotte Feder hat, gibt es nun sein druckfrisches Comic und das heißt Hering unter Haien. Es ist eine Hommage an die 20er Jahre, die Michael Schröter mit frechem Strich und im Berliner Jargon aufs Papier gebracht hat. Und es ist seine erste eigene grafische Erzählung, die er gemeinsam mit einem Freund auch im eigenen Verlag herausgebracht hat. Viel Herzblut steckt in dieser Arbeit. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch in letzter Zeit mitgekriegt, dass man damit auch Dinge bewegen kann. Also du kannst, wenn du ein Thema aufgreifst, was dir am Herzen liegt und sich dann mehr als 10 Leute angeguckt haben, dann ist da was passiert. Du spürst richtig, wie man doch ins Leben eingreifen kann. Was ich vorher, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das möglich ist. Und wenn das so weiterginge, würde ich schon wissen, wozu ich auf der Welt bin. Privatdetektiv Mecke Hering ist quer durch Berlin unterwegs und er liebt Swing und Jazz. Bei seinen Ermittlungen spielen das besondere Flair der Stadt und das Hinterhofmilieu ebenso eine Rolle wie Auseinandersetzungen zwischen Unterwelt, Rotfrontkämpferbund und braunem SA-Mob. Auf allen Seiten spürt man die Leidenschaft für die 20er Jahre und das Zeichnen. Ein Traumjob? Auf jeden Fall. Ich wäre auch gern Musiker geworden, aber man muss sich für eins entscheiden. Der heute freischaffende Grafiker hat als Szenenbildner beim Fernsehen gearbeitet und für die Comiczeitschrift Mosaik gezeichnet. Außerdem war er Animationszeichner unter anderem für Asterix in Amerika. Ein großes Vorbild für Michael Schröter ist Heinrich Zille. Er hat farbige Varianten der Berliner Milieustudien angefertigt. Erste Bildergeschichten hat er schon als Kind entworfen. Die Illustrationen in einem ganz bestimmten Buch haben ihn darin beflügelt. Das war eigentlich mal das Kinderbuch meines Vaters, so aus den 30ern, ein Zigarettenbilderbuch, was aber so großartig gemalt war. Und als People-like zum Teil die Sachen auch noch ausgeschnitten. Und bin natürlich inzwischen froh, weil ich immer dachte, wenn ich so mal zeichnen kann wie der, dann habe ich es geschafft. Michael Schröter ist waschechter Berliner und seiner Stadt immer treu geblieben. Und so ist seine spitzfindige Hauptfigur an Orten der pulsierenden Metropole unterwegs, die heute noch wiederzuerkennen sind. Viele gibt es nicht mehr davon. So haben auch eigene Fotos, historische Postkarten und eben Zille, Pate für die Motive, gestanden. Oft hat der Künstler Ideen, die ihm nachts eingefallen sind, am nächsten Tag in einem Café an der Schönhauser Allee skizziert. Inspiriert von der Kaffeehausatmosphäre und natürlich dem Geschehen an dieser lebendigen Kreuzung. Hat sich ja nicht viel verändert hier, diese Kreuzung. Und manchmal hat man wirklich das Gefühl, gerade wenn es dann das Licht noch manchmal so reflektiert, als wenn hier so ein bisschen der alte Berlin-Geist vielleicht noch da sein könnte, der an so vielen Stellen garantiert nicht mehr ist. Mit der Herausgabe seines ersten eigenen Comics hat sich Michael Schröter selbst ein Geschenk zum 50. Geburtstag gemacht. Denn es war eine besondere Herausforderung für ihn. Gucken, wie weit man kommt alleine. Auch um zu sehen, was du noch alles kannst. Wer weiß, was, wenn man es nicht ausprobiert, wird man es nicht erfahren. Das Experiment ist geglückt und Teil 2 bereits in Arbeit.